Ja, hallo Leute, zu einem neuen Let's Play-Projekt, die Zwerge. Ja, ihr seht es schon am Hintergrund, es sind die Zwerge. Wir fangen eine nagelneue Kampagne an. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel jetzt schon, seit es rauskam, bestimmt vor 2, 2,5 Jahren. Aber damals, mein Laptop, der hat es nicht geschafft, deswegen habe ich nur die ersten, weiß nicht, Stunde gespielt, anderthalb. Auf jeden Fall werden wir zusammen dieses Let's Play zusammen erleben und auch komplett durchspielen. Dann wollen wir mal sehen. Wir starten jetzt einfach mit einem kleinen, schönen Video von die zwei. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Okay, es lädt nochmal schnell. Gleich geht's los. Vrakas hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Oger und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Ja, Leute, wir sind die Zwerge. Warum dieses Spiel? Ich habe alle Bücher zu den Zwergen gelesen. Ich finde die hammergeil. Deswegen, mein Kanal ist auch rein theoretisch benannt aus zwei Zwergen, die uns noch begegnet werden. Habe ich dann einen Namen rausgemacht. Bin unterwegs. So. Links unten ist der Sprungangriff mit E und unten. Okay. So, dann wollen wir mal in die Orks reinspringen. So. Ich weiß nicht, wie der Sound für euch ist. Ich habe es gerade mal ein bisschen Auf getestet. ihn. Da war es In vielleicht ein Ordnung. kleines bisschen laut, aber wir wollen sie ja auch sprechen. Und Komm das her, kommt du. später vor allem. Deswegen. So, müssen wir mal Bin testen. Die Lautstärke. unterwegs. Ihr könnt es mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, was Das für euch wäre so das. angenehm ist, ob es für euch so okay ist. Oder ob wir sie ändern Bin müssen. unterwegs. So, wo sind sie denn, die ganzen Orks? Da sind sie. Wir müssen jede Menge Orks Einfach töten, ne? so. So. Verstanden. Den töten wir jetzt. Zack. Weiter geht's. Da ist ein dicker Ork in der Mitte, den töten wir. Und erstmal einen Sprung rein in die Mitte. Brandelin. Also diese Namen der Zwerge, manchmal kann man sie Bin gar nicht aussprechen. unterwegs. Außerdem, wie gesagt, Auf ihn. Birgrim ist entstanden aus zwei Zwergen, die uns noch begegnen werden. Da habe ich zwei Namen Komm zu her, du. einem gemacht. Zack. So, wie viel müssen wir denn töten Verstanden. noch? 60 müssen wir töten, okay. Und bleib tot. Tot bleibt tot, sehr In schön. Ordnung. Ich weiß nicht, ob Weiter das so. Kampfgeräusch für euch so okay ist von der Lautstärke, aber eigentlich müsste das Mandolin, sein. ein Geschenk aus der Werkstatt. Oh, was hat denn die Werkstatt für uns? Geh rüber zu den Kisten und klicke sofort in den benutzten Symbol. Da erscheint dann Granaten, Bin okay. unterwegs. Na komm hin da. In Ordnung. Lasst mich durch. Ha, diese Geschenk. Ach Bin so, okay, unterwegs. sehr schön. Und Angriff. Verstanden. Ja, dann wollen wir mal ein paar Granaten werfen. Sehr schön. Und bleib tot. So, dann wollen wir mal wieder in die. Zack. Und dann greifen wir sie an wieder. Zack. Stirb. Bin unterwegs. Und unser Superschlag. Da ist er Komm her, runtergeflogen. du. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht runterfliegen. Oh. Ja. Und zack. Sehr schön, haben wir hier so eine Horde runtergeschmissen. Und mal weh, da können wir mal hier durchstürmen. Oh. Sie Mein König, was tut ihr hier? Schon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustemmen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige. Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung im Sterben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind. Nichts kann uns brechen. Vrakas ist mit uns.
Uhuhu, wir spielen jetzt den Zwergenkönig. Geil. So, komm mal her hier. Oh, was sind denn das für welche? So, ja, so mit Pausieren können wir das machen. So. Während das Spiel pausiert ist, Leertaste, kannst du mehrere Helden hintereinander Befehle geben. Okay. Erstmal machen wir den. Machen wir mal Q. Zack. Was denn? Und mit denen haben wir noch Granaten, das ist sehr schön. Dann machen wir mal E. Und springen hier hin. Sehr schön. Das war der Hammer. Suchen wir mal ein bisschen ran. Wir müssen die Großen töten, ne? Wir müssen die Großen wegmachen. Komm her, du! Katapulte zerstören, okay. Mal kurz nochmal Leertaste, so zack. Was kann der eigentlich? Für Fracas, okay. Machen wir das einfach mal. Heilen wir mal unsere Kollegen. So, die großen Ogre töten. Unterwegs! In Ordnung! So, du tötest auch den Ogre mit. Zack. Komm her, du! So, da ist der erste Ogre tot. Sehr schön, den anderen machen wir auch noch mit dem. Du kannst schon mal durchlaufen, König. Heil mal alle. Das wäre das. Komm her, ja. Boom, runtergeschlagen. Zack. Das nehmen wir mal ihn wieder. In Ordnung. Granaten. Ah, ne, das war nicht die Granate, das war der. Auf ihn. Okay, Granate. Weg mit dir. Granate. So. Gerade nicht möglich. Zack. Und komm, König Grieselbart. Ey, das ist ein Gemetzel, Leute, ich sag's euch. Zack. Das wäre das. Das ist noch nicht möglich. Weg mit dir. Bleib tot. Wir haben noch ein paar Granaten. Eine haben wir noch. So, und ich weiß, Leute, das ist ein bisschen unübersichtlich, wo wir gerade stehen. Wir sind jetzt wieder der König. Komm her und stirb! Zack. So, das erste Katapult ist gleich kaputt. Sehr schön. Ey, so viele Orks, wo kommt ihr denn alle her? Nehmen wir unseren anderen wieder. Durch die Horde durch. Du greifst den weiter an. Na komm hier, hauen wir uns mal durch die Horde und zack. So und komm. Komm her und das letzte Katapult. Nein, noch nicht. Und bleib tot. Sehr schön. Das sind diejenigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Komm her, und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht einer der euren? Das kann nicht sein! Schweig, du Narr! Fracas, vergib mir, was ich jetzt tun werde! Schnell formiert euch! Ihr müsst sie aufhalten, bis ich das Tor wieder geschlossen habe! In Ordnung! Na, wollen wir mal! So! Wir stürmen einmal durch. Durchstürmen.
Ne, doch nicht durchstürmen. Entschuldigung. Das machen wir. Also, haben wir noch eine Granate? Haben wir keine mehr, okay. Los, König, schließ das Tor. Die dürfen nicht durch. Wo sind wir denn? Da sind wir. Auf ihn. Bin unterwegs. Und bleib tot. Zack. Da fehlt ein weiterer Ork. So viel sind es nicht mehr. Sehr schön. Der nächste ist tot. Für den König der Fünften. Komm her, du. Wir lassen die Alben nicht in das geborgene Land. Oh, das Tor schließt sich sehr schön. Zack. Verstanden. In Ordnung. Sieh mich an. Dein Tod heißt Sintoras. Deine Stunde ist gekommen. Ich nehme dir das Leben und das Land nimmt dir die Seele. Verschwinde aus meinen Augen, Spitzohr. Ich will mich noch ein wenig am geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Vrakas. Nein, deine Seele gehört nun dem Land und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Nun stirb, kehre zurück und... gib uns das geborgene Land. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Oh Mann. Die Alben. Oh, ich mag die Elfen allgemein nicht. Die Elfen, Elben und alle, wie sie sich nennen. Und jetzt auch noch Alben. Oh. Du bist ein Perfektionist, Tungdil Bolofar. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? So, Leute, und jetzt ist der Hauptcharakter da. Das Intro, was wir gerade gespielt haben, das ist auch im Buch da, wo die Fünften gegen die Alben und die Scheusale Theodins kämpfen. Und jetzt ist Tundil, das ist der Hauptzwerg dieser Let's Play-Reihe. Er ist der Hauptcharakter, um den geht's eigentlich. Wir lernen ihn jetzt wahrscheinlich auch kennen, ihr seht es, man kann auch ein paar Fragen stellen. Und da werden wir auch, das werden wir richtig schön machen. Ich freue mich auf dieses Let's Play, ich freue mich auf dieses Spiel, aber so richtig von. Vor allem, ich habe auch die Bücher gelesen, das habe ich euch schon erzählt. So, und was stehen da? Ich habe einen Ruf zu verlieren, wenn ich nicht mehr auf die Schmiede eines Zwergs verlassen kann. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Für mich gar nichts, aber für Lord Ionan. Er möchte dich in seinem Studierzimmer sehen. Im Geiste gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten. Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Du nickst. In Ordnung. Susi, schon besser gucken. Kurze Nacht. Siehst schrecklich aus. Alter Charmeur. Die Magd wirft dir einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. Ikana hat die halbe Nacht gequengelt. Als du deine Zähne bekommen hast, habe ich dich immer auf den Arm genommen und bin mit dir durch den Stollen gegangen. Du hast mit meinem Bart gespielt und ich habe dich in den Schlaf gesungen. Frala lächelt. Sie hat die Geschichte schon oft gehört. Das ist jetzt 23 Zyklen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gesungen hast. Gebrummt vielleicht. Wenn es stimmt, was du über die Lebensdauer von Zwergen gelesen hast, wird es noch 300 Sonnenzyklen und mehr dauern, bis du in die ewige Esse gerufen wirst. Die Gewissheit, eines Tages Fralas Tod zu erleben, macht dir das Herz schon heute schwer. Ich lasse den Magus besser nicht zu lange warten. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Es gibt lecker Gulasch. Und wir haben gehört, ein Zwerg kann über 350 Jahre Zyklen. Die Zwerge sind ein Jahr in Zyklen.
Also das Intro spielt jetzt 1038 Zyklen weiter, also 1038 Jahre. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Cut und wir sehen uns in einer weiteren Folge Let's Play Die Zwerge. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst mir Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.